Das hier ist meine Ibanez Xyphos und die habe ich mal so richtig gepimpt, yo. Hallo, mein Name ist Chris und voller Stolz präsentiere ich das Xyphos Project. Die war mal in grün und das war echt die hässlichste Farbe auf dem ganzen Planeten. Kotzübel ist mir jedes Mal geworden, so einen richtigen Brechreiz habe ich bekommen beim Anblick. Aber ich meine, 27 Bünde, geile Form, wie kann man da widerstehen? Aber die Farbe hat mich einfach echt immer fertig gemacht. Aber das war gestern, check it out. Nachdem diese kotzgrüne Schicht endlich unten war, ist ein wunderschönes Holz zum Vorschein gekommen, aber leider ist die Qualität eher minderwertiger, also es ist kein Vollholz, keine Ahnung was das ist, aber geölt schaut es zum Glück eh super aus. Ah ja, außer diese eine Stelle hier, super gemacht Ibanez. Dann habe ich noch diese Plattenrüstung aus Aluminium gefertigt und mit Carbonfolie überzogen und angeschraubt. Am Kopf natürlich auch und insgesamt bin ich echt verdammt stolz auf das Ergebnis. Außerdem habe ich die Bridge neu gelockt, Intonation eingestellt, also alles mögliche Tuning-mäßige. Und falls sich dafür wer interessiert, hier gibt's alle Videos dazu. Ist zwar nur in Englisch, aber wird für die meisten wahrscheinlich eh passen. Hier meine erste dumme Idee, die Carbonisierung, was dann schlussendlich zum Gesamttuning geführt hat. Hier gibt's eine kleine Hilfestellung für die Überziehung von 2D-Teilen mit dieser Folie. Hier geht's zur Intonation und Truss Rod Einstellung. Und zu guter Letzt ein Demo-Song. Außerdem subscribe für den epischen Zeitvertreib. Chris Viral.